Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich bin jetzt hier nicht nackt, nein, aber fast. Komm gerade aus der Sauna und hier kann man voll schön noch auf die Bühne schauen und auf den Platz, wo gerade ein unglaublich schöner, riesengroßer Abschlusskreis stattgefunden hat mit den ganzen schönen, bunten Leuten hier. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal, dass ich mich nochmal melde und euch ein bisschen mitnehme im Geschehen selber. Ist es mir heute nicht gelungen, weil es einfach schon wieder so ein intensiver Tag war, hat begonnen mit der Herzklangreise mit Barbek und mir und es war wieder echt so ein Geschenk, diese Arbeit zu tun. Da ist die Melina. Ich bin hier gerade live auf Facebook. Schau, Melina, bist du auch live? Wir wollten nur kurz Ich habe das Glücksrad bekommen. Wow, toll. Genau, und ja, jetzt ist hier die Melina. Habt ihr sie gesehen? Die ist wunderschön geschminkt. Und ja, das ist das mit den Live-Videos, ne? Das ist das pure Leben einfach. Und ja, das waren so viele Menschen bei der Herzklangreise, dass wir echt auch irgendwann schließen mussten, weil einfach keiner mehr Platz hatte in dem Raum. Es war wieder berstende, intensive, wunderschöne Energie. Ich lasse euch hier nochmal ein bisschen mit im Hintergrund auf die Bühne mitschauen von hier oben. Ja, genau. Und ja, ein totales Geschenk, ganz tiefe Prozesse bei Menschen ins Klingen und Schwingen gebracht und auch in die Heilung gebracht und auf den Weg gebracht. Und ja, hier eingetaucht in dieses große bunte Feld. Und in ein paar Gesprächen heute mit Menschen war wieder ganz stark für mich das Thema, was ich gern mit euch kurz teilen mag. Und zwar, wenn Menschen denken, die Sonne, die Janaka, die hat ja jetzt Glück. Ne? Die macht sich jetzt auf den Weg und der fällt ja alles in Schoß und jetzt hat sie dann ein Haus und eine Arbeit. Und das ist ja alles eine Riesengnade und ein Riesenglück. Und ich habe gemerkt beim Reinspielen, ja, es ist eine Riesengnade und es ist Glück und es ist von mir gebaut. Und das ist mir ganz wichtig auch zu teilen mit euch, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die einen Glück haben und die anderen kein Glück haben. Und dass es da irgendeine Form von besonderen Segen gibt oder so, der so willkürlich über uns ausgeteilt wird. Jetzt glaube ich, muss ich doch mal woanders hingehen. So ein bisschen im Hintergrund, das Gequatsche. Genau, sondern dass ich jeden Tag darauf, und zwar mein ganzes, naja, nicht mein ganzes Leben, aber einen ganz, ganz, ganz großen Teil meines Lebens darauf verwende, mich in diese Schwingung zu bringen, meine Schöpferinnenkraft zu leben. Und momentan sieht es so aus, dass ich meditiere und aus dem Kundalini-Yoga Übungen mache, ja, und mich da wirklich jeden Tag einstimme, einschwinge. Und ich habe auch noch eine ganze Menge anderer Werkzeuge an der Hand, die ich jeden Tag nutze und die zu haben und das Wissen zu haben, ist das eine und das umzusetzen ist das andere. Und wirklich dran zu bleiben und wirklich dran zu glauben und auch durch Widerstände durchzugehen und jeden Tag aufs Neue sich da auszurichten und einzustellen auf diese Gnade, auf diese göttliche Gnade, die uns allen zufließen kann. Und ja, das ist auch schon die Message in der Kürze, die liebe Angela, falls sie sich das anschaut, hat schon gesagt, Sonna, bitte mach mir den Espresso von deinen Live-Videos. Die sind mir zu lang, die gucke ich nicht bis zum Ende. Ich versuche mich mal da einfach besser auf den Punkt zu bringen. Und das ist der Punkt. Auch du kannst diese Gnade und dieses Glück in dein Leben ziehen. Und
ja, Inspiration und Werkzeuge kann ich dir gerne dabei auf diesem Weg zur Verfügung stellen, wenn du magst. Und ja, nimm's. Nimm dich und dein Leben in die Hand und baue das, was du bauen möchtest. Und dann fällt dir die Gnade zu und fällt dir das Glück zu. Und so auch mir gerade. Genau, hier liegen welche auch ganz gnadenvolle im Hintergrund. Das ist wirklich eine traumhaft schöne Wellness-Terrasse. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mit einer unglaublich schönen Aussicht und hier die Sonne. Ein paar Sonnenflecken im Hintergrund. Mein Marlinchen und der Boris. Ja, in diesem Sinne einen wunderschönen Abend, Sonntagabend, Ausklang dieses Wochenendes wünsche ich euch. Lasst euch jetzt nochmal die Aussicht ein wenig mitgenießen. Und ja, bau dein Glück. Nimm dein Leben in die Hand. Schwing dich ein in die Gnade Gottes und empfange dann das, was du dann damit auch in dein Leben ziehst. Aloha, bis bald!